So, und wir machen direkt weiter, nämlich mit dem Projekt The Wacker. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, ich kriege einen Daumen. Okay, ich bin beruhigt. Alles klar, ich begrüße auf der Bühne Ben, Joshua und Mirari. Ein Riesenapplaus für euch. So, jetzt haben wir wieder den klassischen Moment der Wahrheit. Joshua, was sagst du, wird die Technik funktionieren? Also der Laptop hat gerade nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert er ja jetzt schon. Er wird bestimmt funktionieren. Ihr habt viel Hilfe. Das sieht alles sehr gut aus. Ha, das läuft doch. Fast. Okay. Ja. Alles klar. Bühne, kennen wir uns noch einmal kurz? Ah, perfekt. Bühne frei für euer Projekt. Okay, also ich bin Joshua. Ich bin Ben. Und ich bin Mirari. Wir haben im Prinzip einfach nur einen Wecker gebaut, aber das ist kein normaler Wecker, denn das ist der Wacker. Er ist viel besser als jeder andere Wecker, denn wenn man von ihm aufgeweckt wird, will man ihn nicht sofort kaputt schlagen. Er weckt einen nämlich viel besser, und zwar mit Lichtern und mit angenehmen Liedern. Jeden Tag wechselt das Lied, dass man das Lied nicht unbedingt hasst. Also es muss nicht jeden Tag wechseln, aber das kann man auch so anstellen. Ja, das war's eigentlich schon. Zur Technik, wir haben hier vorne LEDs, hier ein Display, das zeigt doch die Uhrzeit an. Mit einem großen Knopf hier macht man es aus. Da drüben sind noch Knöpfe, um die Zeit einzustellen. Das habe ich gerade einmal gestartet, das heißt, gleich müsste der Alarm kommen. Ja, es braucht ein bisschen auf jeden Fall. Es hat auch Nachtlicht. Nachtlicht, und das kann ich wieder ausmachen. Aus. Und wenn dann der Alarm startet... Ja, jetzt ist der Alarm an. Wenn ich jetzt einmal drücke, jetzt ist es im Snooze-Mode. Wenn ich dann nochmal drücke, ist es wieder aus. Schlaflicht kann man immer anmachen. Ja. Wir haben auch schon mal eine Werbewebsite gebaut. Unser Ziel steht da zum Beispiel drauf. Das ist angenehmes Licht zum Aufwachen, effektives Wecken. Das heißt kein Piepsen und es ist auch nicht... zu weich, also ein angenehmer Wegtun, eine eingebaute Uhr und Bildschirm. Daten und Technologien hat Ben schon gesagt. Unsere möglichen Ergänzungen ist zum Beispiel Funk, damit man die Kaffeemaschine abends einstellen kann und wenn man morgens aufwacht, steht der Kaffee bereit. Und wir haben vielleicht kommt noch eine Projektion von Sonnenaufgang dran, aber das wird schwer. Hier ist nochmal ein Bild und hier gibt es einen Bestellen-Knopf. Der tut noch nicht viel, aber es gibt ihn. Und vielen Dank an unsere Mentoren Patrick und Martin. So, danke euch. Ich würde ihn sofort bestellen. Ich habe auch noch eine Frage. Ich bin so neugierig. Ihr habt jetzt gesagt, der Aufweckton darf jetzt nicht zu weich, aber auch nicht zu hart und effizient sein. Was wäre das denn für ein Lied? Also es gibt so ein paar Töne, die beruhigen mehr, als es die aufwecken morgens. Und diese nervigen Piepstöne, die einfach die ganze Zeit nur piepsen, die sind nicht angenehm. Dann wacht man gleich mies gelaunt auf. Auch nicht gut ist. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen genau gucken, was genau da dann ein angenehmer Ton ist. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich würde es auf jeden Fall sofort kaufen. Das mit der Kaffeemaschine hat mich überzeugt. Also danke euch und noch mal einen Riesenapplaus. Ach, danke.